Es geht los in? Genau 6 Minuten. Yeah. Wie cool ist das denn? Ja, mit der Dampflok zurück zum Trail. Ah, so genial. Erlebt man nicht alle Tage. Nein. Juhu! Einen ganzen Wagen für uns alleine. Heute mal ganz anders. Wir hitchen nicht zum Trailhead, sondern wir fahren mit der Dampflok. Und jetzt kommt eine Brücke. Mann, ist das spannend! Was für eine coole Art, zurück zum Trailhead zu kommen. Echt, wir lieben's. Ist der Hammer. Wir haben noch einen ganzen Wagen für uns alleine. Und gleich hinter der Dampflok, das heißt, wir können vorne raus, die Dampflok vor uns. Es ist einfach unbeschreiblich. So was Cooles. Wir fahren jetzt circa eine Stunde mit der Dampflok da hoch, also Dampfeisenbahn, zum Cumbres Pass und da müssen wir dann wieder selber laufen. Oh, genau. Jetzt genießen wir einfach diese Stunde, die wir haben in dem coolen Zug. Ist der Hammer. Oh nein! Oh nein! Es ist schon vorbei! Wir müssen aussteigen! Schweren Herzens sind wir ausgestiegen aus dem Zug. Oh, war das toll. Absolut geniale Fahrt hoch auf den Pass hier. Ja, jetzt heißt es wieder laufen. Ja, jetzt müssen wir da selber vorwärts kommen. Aber es war genial und wenn ihr jemals in Chama seid, also absolut empfehlenswert, so eine Fahrt mit dem Dampf, mit der Dampflokbahn. Dampfeisenbahn. Ist wirklich sehr, sehr spektakulär und macht unglaublich Spaß. Ja. Und die Mitarbeiter auf dem Zug sind unglaublich freundlich. Man kann die alles fragen. Die sind sowas von hilfsbereit. Also ganz toll. Ja, war ein tolles Erlebnis und wahrscheinlich die schönste Art, zurück auf den Trail zu kommen. Und jetzt geht's wieder los. Ab in die Berge, ab in den Schnee. Rucksäcke schnallen und los. Wir sind bereits wieder auf über 3000 Metern, etwa 3200, glaube ich sogar. Und hier oben ist es aber extrem warm, was eigentlich gut ist, weil so ist der Schnee schon schön weggeschmolzen.
laufen gerade auf so einem Geröllfeld. Ist ziemlich unstabil hier, aber die Aussicht fantastisch. Guten Morgen. Guten Morgen. Tag 55 auf dem CDT. Oh, auch schon bereits. Zeit läuft. Mhm. Und wir genießen gerade die wunderschöne Morgenstimmung. Wir sind heute um 4:30 aufgestanden, also Kaffee gekocht, Müsli gegessen. Jetzt ist es etwa 5:30. Wunderschön. Und jetzt laufen wir los in den Schnee. Genau, in den Schnee, in die hohen Berge von Colorado. Die 8 Uhr Pause verbringen wir an diesem wunderschönen Ort mit Aussicht auf die südlichen San Juans. Nachmittags um 2:30 und jetzt wird der Schnee so richtig mühsam, sulzig, immer wieder mal Post-Holing bis zu den Knien, aber ja. Wir stehen hier gerade an einem Schräghang. Microspikes haben wir angeschnallt. Und jetzt müssen wir irgendwie da runterkommen. Ja, hoffen wir da hinter diesem Hügel jetzt ein bisschen weniger Schnee.
eine Knacknuss, Hindernis. Bergbach mit ziemlich viel Wasser. Und wir finden keine Stelle, wo wir durch können. Aber wir suchen. Genau. Das ist er. Sieht vielleicht jetzt auf dem Video gar nicht so dramatisch aus, aber die Strömung ist ganz deftig. Wir sind schon sicher 300 Meter den Fluss hochgelaufen. Es hat Schneebrücken, aber den trauen wir nicht. Ja, wir versuchen mal vielleicht da unten drüber zu kommen. Aber wenn man das so sieht, also mir wird das schon ein bisschen mulmig. Marcel hat es gewagt, über dieses Schneefeld. Die Schneebrücke hält. Ich versuche es jetzt auch. Ich bin ja leichter. Müsste eigentlich auch klappen. Und dann müssen wir diesen Berg hoch. Heute kommen wir gerade mal an unsere Grenzen. Noch 1,9 Meilen bis zum möglichen Campplatz. Möglich sage ich jetzt, weil es liegt so viel Schnee, ob der wirklich was taugt. Aber 1,9 Meilen, da müssen wir zuerst noch dieses Schneefeld queren. Marcel da vorne kämpft sich durch. Das Wetter ist auch ein bisschen unbeständig. Wir sind vorher kurz verregnet worden. Wir hoffen, das war's. Bis wir den Schlafplatz erreichen. Tag 58 auf dem CDT. Guten Morgen. Guten Morgen. Oh mein Gott, was erwartet uns wohl heute? Gestern war ein echt brutaler Tag, ja. Aber wir sind stolz auf uns, dass wir das geschafft haben. Und heute geht's im so weiter. Stil weiter wahrscheinlich, genau. Wir haben mitten im Schnee gecampt. Ja, traumhafte Aussicht, wunderschön. Der Regen gestern hätte einfach nicht sein müssen. Regen und starke Windböen, naja, muss nicht unbedingt sein. Aber heute ist wieder schön klar. Wir hoffen auf schönes Wetter heute. Heute werden wir ganz schön gefordert. Hier hat es gerade ein Schneefeld, da geht es einfach nur gerade hoch. Was hast du gesehen? Bärenspuren im Schnee. Ich glaube, der ist uns entgegengelaufen, hat uns gehört und hat umgedreht, weil da hat es Bärentatzen in Richtung uns und plötzlich drehen sie um, wieder talwärts. Ich glaube, der hat uns gesehen oder gehört. Na aber, gut so. Aber in der krassesten Steillage, wir mit Eispickel und Microspikes und der Bär läuft da einfach so drüber, oder was? Der Krallen. Stimmt. Oh, und wieder mal ein harter Aufstieg. Wir sind jetzt hier auf 3700 Metern Höhe und wir merken es ganz schön. Also die Höhe, wir kommen da ins Schnaufen. Aber wir haben es wahrscheinlich bald geschafft. Oh wow, sieht jetzt vielleicht ein bisschen langweilig aus, aber für uns gerade herrlich. Endlich mal einfach geradeaus laufen. Wir sind da auf 3900 Metern und es hat mal keinen Schnee. Da drüben hat es Schnee, da waren wir vorher gerade. Ja, ihr merkt schon, der Schnee, der
belastet uns ein bisschen, er verlangsamt uns, macht aber auch Spaß. Schnee, Schmelzwasser, unser natürlicher Wasserhahn. Sack füllen und später filtern und so haben wir wieder Trinkwasser für die nächsten paar Meilen. Und da drüben in diesen Schneebergen sind wir die letzten 3 Tage rumgestoffelt. Die südlichen San Juans. Und hier wieder schönes Tal mit schön viel Grün. Und da drüben seht ihr in der Ferne die nördlichen San Juans. Wir kommen wieder in die Zivilisation. Wir haben wieder Internetempfang und gleich ein Hotel gebucht für 2 Nächte in Pagosa Springs. Das ist irgendwo da unten, wahrscheinlich ganz weit in der Distanz. Und gewaltige Aussicht jetzt nochmals auf dem Trail. Zum Glück wenig Schnee und es läuft gut. Noch 11 Meilen bis zum Highway. Nach dem Schnee jetzt Geröllhalde. Krass. Alles lose Steine. Das ist unsere Aussicht. So, wir sind im Endspurt. Noch 8 Meilen bis zum Wolf Creek Pass. Aber es ist ein Hindernislauf ohne Ende. Hier hat es Blowdowns, es ist unglaublich. Überlebt. Uff. Der Aufstieg ist fast geschafft. Jetzt noch die letzten Schneefelder queren und dann Zelt aufstellen, relaxen. Geschafft, wir sind oben. Und ja, hier sieht man, dass wir in einem Skigebiet sind. Das Zelt ist schnell aufgestellt, doch leider werden wir von einem Gewitter überrascht. Uff, wir stehen da in einer exponierten Lage und brechen das Zelt wieder ab und stellen es an geschützter Lage wieder auf. Wir haben die Regennacht überstanden. Ja, und jetzt sind wir total motiviert zum Zusammenpacken und endlich runterzukommen, weg aus dem Schnee. Und uns erwartet heute noch eine Überraschung. Und jetzt geht's raus. Ein bisschen Schnee vor dem Zelt. Aber immerhin regnet es heute nicht. Es sind noch gut 2 Meilen bis runter zum Parkplatz, wo vermutlich ein heißer Kaffee auf uns wartet. Aber wir müssen uns diese Belohnung und den Zero Day zuerst noch verdienen. Es bläst hier eiskalter Wind. Und jetzt noch eine halbe Meile über die Skipiste, dann haben wir es geschafft. Juhu, Trail Matching aus der Schweiz! Yeah! Wie cool ist das denn? Nach 5 Tagen in den San Juans? Wow! Morgens um 8. Morgens um 8. Genau, morgens um 8. Wow. Wow, sogar. Hey, krass, mit echtem Glas. Wow. Und schaut euch diese Trail Magic an. Das ist also. Das gibt's nicht alle Tage. Typisch Schweizerisch. Einmal im Leben. Wow, und zack, wir sitzen schon im Zimmer in Rawlins, Wyoming. Geht im Moment alles ein bisschen drunter und drüber bei uns. Mhm. Ja, wir haben uns ja entschieden, dass wir
in Colorado nicht mehr weiter wandern. Es ist einfach die ganze Schneesituation, die Lawinensituation. Die hat uns ziemlich zugesetzt. Die hat meinem Fußgelenk auch zugesetzt. Darum haben wir uns dann schlussendlich entschieden, nicht mehr weiter zu wandern in Colorado, sondern hoch zu fahren nach Wyoming. Und das erste größere Versorgungsort ist in Rawlins. Und hier werden wir jetzt wieder starten dann und weiter Richtung Norden wandern. Ja, es war echt eine brutale Zeit. Genial schön in Colorado, aber einfach brutal. Also wir hatten auch Angst, hatten ein paar wirklich heikle Stellen dabei gehabt. Aber ja, die Vernunft hat dann gesiegt und wir haben gesagt, wir müssen hoch nach Wyoming. Das geht so nicht weiter. Aber das Beste ist, als wir dann in Pagosa Springs von unseren lieben Trail Angels Corina und Raphael abgeholt worden sind. Sie haben uns ja überrascht am Trail. Wir haben dann das Angebot gekriegt von den beiden, dass sie uns hier hoch nach Wyoming fahren. Und das Angebot haben wir angenommen, statt 2 Tage im Bus zu verbringen. Echt nochmals an dieser Stelle herzlichen Dank, Corina und Raphael. Ja, und jetzt sind wir hier, Wyoming. Ja. Ein neues Abenteuer startet. Jetzt fängt der nächste Abschnitt an. Ja, der Abschnitt von Rawlins bis Atlantic City, South Pass City, zwei kleine, ganz kleine Nester, die aber hoffentlich genügend hergeben, um uns zu verpflegen. Wir haben Essen für 5, 6 Tage dabei und hoffen dann auf einen Resupply in diesen zwei kleinen Nestern. Und jetzt geht's mit schwerem Rucksack wieder los. Diesmal durch das Great Basin in Wyoming und vermutlich wenig hohe Berge, sondern viel flach. Sehr flach, windig, ganz sicher kein Schnee, vor allem im Moment noch. Geht dann nachher schon wieder in die Berge, aber zur Zeit ganz, ganz flach. Eher nochmals sehr baum- und eben windig. Etwa 120 Meilen. Wir sitzen hier vor dem nächsten Motel, wo wir wahrscheinlich übernachten. Brickyard Inn inmitten von Rawlins und treffen vermutlich jetzt gerade eine der schwersten Entscheidungen. Ja, und so schnell kann es gehen. Wir haben uns entschieden, nach Hause zu fliegen, abzubrechen, ganz, ganz schweren Herzens den CDT zu verlassen und zurückzureisen. Es geht einfach nicht mehr. Die Schmerzen sind zu groß, es wird nicht besser. Ich ziehe das jetzt seit Wochen über mit mir mit. Es hat einfach keinen Sinn mehr. Darum haben wir uns entschieden, haben den Flug umgebucht, den internationalen. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum Greyhound-Bus hier in Rawlins. Eine Nacht in Denver, dann Chicago und in wenigen Tagen sind wir bereits in der Schweiz. Es macht uns ein bisschen Angst auch, völlig unvorbereitet. Ja, haben wir nicht gedacht, dass es so kommt, aber tja, wir denken beides ist die beste Lösung. Darum haben wir uns dafür entschieden. Ja, es ist eine brutale Entscheidung, es war eine brutale Entscheidung. Aber jetzt schauen wir in die Zukunft. Es kommt wieder was Neues, was Schönes. Und vor allem sehen wir bald Freunde und Familie in der Schweiz. Das ist ja auch was ganz Besonderes, ganz Schönes. Ja, jetzt gehen wir trotzdem schweren Herzens mal zum Greyhound und ja, werden jetzt immer weiter weg vom CDT kommen. Schön war's. Ja, wir haben doch sehr viel Schönes erlebt, leider ein bisschen kurz. Wir haben gedacht, wir sind jetzt ein halbes Jahr unterwegs auf dem CDT. Ja, kommt halt manchmal anders, als man gerne hätte. Damit leben wir jetzt und schauen nach vorne. Genau. Wir sind hier am Flughafen in Denver, immer noch Denver. Wir sollten eigentlich schon in Chicago sein, nur Flug hat schon 3 Stunden Verspätung. Immerhin,
zuerst zu essen, zu futtern. Von der United gesponsert. Burger? Fries. Oh, sorry. Und Coke. Na, da lohnt es sich doch. 3 Stunden warten. Genau. Und auch das Flugzeug inzwischen. Ja, wurde halt immer wieder in 10 Minuten geht's, in einer halben Stunde geht's, in einer Stunde geht's, Prinzess Boarding. Immer wieder verschoben und schlussendlich war es dann Airplane außer Betrieb gesetzt. Ja, nicht flugtüchtig. Neues muss her, zum Glück haben sie dann relativ kurzfristig ein anderes gefunden. Und jetzt soll es um 3 Uhr sonst dann endlich Boarding geben. Einen schönen guten Morgen aus Chicago. Morgen. Ja, wir haben es tatsächlich geschafft. Nach einem Mammutflug war nur Denver, Chicago. Hat uns aber 14 Stunden gebraucht, hierher zu kommen. Ja, und morgen geht es leider schon nach Hause. Ziemlich abruptes Ende unseres CDT-Abenteuers. Ja, so haben wir es uns nicht vorgestellt, aber wir mussten einfach irgendwo eine Entscheidung treffen und ich denke, es ist die beste Entscheidung, oder wir denken, es ist die beste Entscheidung, nach Hause zu fliegen, meinen Fuß auskurieren und zwar richtig und nicht gleich wieder ja, auf den Trail zurück und diese Riesenbelastung auf dem Fuß zu geben, sondern wirklich auszukurieren und dann langsam wieder beginnen. Und wir hoffen eigentlich schon, dass ihr während dem Sommer und vor allem gegen den Herbst noch ein paar schöne Wanderungen in der Schweiz oder auch im benachbarten ja, Ausland in Europa irgendwo ein paar Trails laufen können. Aber jetzt sind wir hier und schauen uns mal die City an. Vom HI-Hostel sind wir zu Fuß in 10 Minuten im Grand Park, wo der Buckingham-Springbrunnen steht. Auf dem Weg zum Millennium Park spazieren wir über die BP-Fußgängerbrücke, bestaunen die Hochhäuser, sehen den Jay Pricer Pavillon und kommen schlussendlich zum Cloud Gate oder auch bekannt als The Bean. Es ist so richtig heiß in Chicago, 30 Grad und wir steuern den Chicago River an und dort gefällt es uns super gut. Wir schauen den Ausflugsschiffen nach und beobachten einen Helikopter, der durch die Hochhäuser fliegt und dann schlendern wir ganz gemütlich am Riverwalk entlang bis zum Vergnügungspark am Navy Pier. Es ist super touristisch, weil es ist gerade ein Feiertag, sodass wir kurz darauf wieder die Stadt ansteuern. Wir verbringen noch eine Nacht im HI Hostel in Chicago und dann nehmen wir die U-Bahn zum Flughafen. Ja, tschüss Chicago, tschüss Amerika und bis bald!